Hallo liebe Fußballfreunde, ja, heute habe ich ein neues Bundesliga-Fußballquiz für euch. In dem Fußballquiz heute habe ich 15 Fußballquizfragen bzw. Fußballaussagen und du musst deinen richtigen Bundesliga-Verein erraten und finden. Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Und ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Dann viel Spaß mit dem Fußballquiz. Da ist auch gleich die erste Fußballfrage. Welcher Bundesliga-Verein hat einen Kaderwert unter 100 Millionen Euro? Hast du den Bundesliga-Verein erraten? Richtig, Werder Bremen hat einen Kaderwert unter 100 Millionen Euro. So, zur nächsten Fußballfrage. Wo spielt Jonas Hofmann? Kennst du den Bundesliga-Verein und hast du ihn gefunden? Die richtige Antwort ist Bayer Leverkusen. Richtig, sehr gut. So, dann geht's weiter zur nächsten Fußballquizfrage. Wo hat Serge Gnabry vor FC Bayern München gespielt? Bei welchem Bundesliga-Verein hat Gnabry vor Bayern gespielt? Die richtige Antwort ist Hoffenheim. Richtig, sehr gut. So, dann geht's weiter. Was haben wir jetzt? Okay, Sebastian Hoeneß trainiert welchen Bundesliga-Verein? Kennst du den richtigen Verein und hast du den Verein gefunden? Die richtige Antwort ist natürlich den VfB Stuttgart. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballfrage. Wo hat Kevin De Bruyne als erstes in der Bundesliga gespielt? Der Superstar von Manchester City. Wo hat er angefangen in der Bundesliga? Richtig, beim SV Werder Bremen. Richtig. So, zur nächsten Fußballquizfrage. Welches Team ist das aktuell wertvollste der zweiten Bundesliga? Und den Zweitligaverein gefunden? Die richtige Antwort ist der HSV. Richtig. So, liebe Fußballquizfreunde, zur nächsten Fußballfrage. Wo spielt Luis Openda? Weißt du seinen Bundesliga-Verein? Die richtige Antwort ist, richtig, RB Leipzig, natürlich. So, dann geht's weiter. Und wenn's euch Spaß macht, dann danke ich euch für ein Like und für ein Abo natürlich für Werners Fußballecke. So, welcher Bundesliga-Verein hat den jüngsten Kader? Was glaubt ihr? Die richtige Antwort ist Eintracht Frankfurt. Richtig. So, dann geht's weiter. Was haben wir jetzt? Welcher dieser Fußballvereine hier hat noch nie die Champions League gewonnen? Und gewusst? Die richtige Antwort ist Arsenal London, der nächste FC Bayern-Gegner. So, zur nächsten Fußballfrage. Wo spielt Marvin Schwebe? Bei welchem Bundesliga-Verein spielt Schwebe? Und hast du den Verein gefunden? Die richtige Antwort ist natürlich der erste FC Köln. Sehr gut. So, ab zur nächsten Fußballquizfrage. Wo spielt Jan-Niklas Beste? Kennst du den Bundesligaspieler und bei welchem Bundesligaverein spielt er? Die richtige Antwort ist natürlich Heidenheim und jetzt neu Nationalspieler. Er hat's auch verdient. So, zur nächsten Fußballfrage. Welcher dieser Bundesligavereine ist der Ex-Verein von Ansgar Knauf? Wo hat er vorher gespielt? Richtig, bei Borussia Dortmund und jetzt bei Eintracht Frankfurt. So, liebe Fußballfreunde, die nächste Fußballquizfrage. Welcher Bundesliga-Verein wurde 2008-2009 deutscher Meister? War es der FC Bayern oder welcher Verein? Die richtige Antwort ist... Richtig, VfL Wolfsburg. Sehr gut gemacht. So, zur nächsten Fußballfrage. Wo spielt Takuma Asano?
Kennst du Asano und bei welchem Bundesliga-Verein spielt er? Die richtige Antwort ist, richtig, VfL Bochum. So, liebe Fußballfreunde, zur nächsten Fußballfrage. Und ich danke euch nochmal für ein Like und für ein Abo. So, welcher dieser Bundesliga-Vereine wurde zweimal FIFA-Club-Weltmeister und hat einmal den UEFA Cup gewonnen? Die richtige Antwort, natürlich der FC Bayern München. Sehr gut. So, liebe Fußballfreunde, das war mein neues Bundesliga-Quiz. Hat's euch Spaß gemacht? Dann danke ich euch für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Dann viel Spaß noch auf Werners Fußballecke. Tschüss.